Hallo, mein Name ist Patrick Anantasutarjo, Kali Child, und ich war Christ gewesen. Ich bin aber 2019 aus der evangelischen Kirche ausgetreten, weil ich mich da ignoriert und schlecht behandelt gefühlt habe und ausgegrenzt aus den Aktivitäten der Kirche, in der ich Mitglied war, nämlich in der EKD. Nachdem ich einfach keine Konzerte geben durfte als Musiker in den evangelischen Kirchen. Und ich habe viele Kirchen angefragt, Konzerte geben zu dürfen. Und das wurde mir verwehrt. Ich habe mit meiner eigenen Musik, ich bin Komponist, ich habe Komposition studiert, kein einziges Konzert mit meiner eigenen Musik in den Kirchen geben dürfen, außer einmal im Rahmen eines Konzertes mit meiner Klavierlehrerin damals noch, als ich noch in der Schule war. Da habe ich mal eine Komposition von mir in der Kirche gespielt, aber das war kein Konzert, das man mir ermöglicht hat, sondern das man meiner Klavierlehrerin damals und ihren Schülern ermöglicht hat. Ansonsten auf meine Anfragen hin hat man mich immer abgewiesen bei der EKD und bei der EKHN. Ich möchte heute sprechen darüber, warum das Christentum offensichtlich eine falsche Religion ist und warum das, was das Christentum lehrt, falsch ist. Und dazu möchte ich zitieren 1. Johannes 3, 9. Da steht, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Also da steht also, dass wer aus Gott geboren ist, keine Sünde tut. Ja, und dass Kinder Gottes keine Sünde tun. Denn sie können nicht sündigen, steht hier. Sie können nicht sündigen. Also es soll ihnen unmöglich sein zu sündigen, denn sie sind ja von Gott geboren. Und es steht auch hier, wer denn die Kinder Gottes sind. Nach der Bibel ein Kind Gottes ist, und zwar in 1. Johannes 4, 15, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also nur das Bekenntnis zu Jesus als Gottes Sohn qualifiziert jemanden hier nach der Bibel, nach dem 1. Johannesbrief, nach dem sogenannten Wort Gottes. Also es ist ja das Wort Gottes, das Wort von dem Herrn, Zebaoth, also nach dem Wort Gottes. Nur, dass jemand an den Sohn Gottes glaubt, Jesus Christus, oder dass jemand glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das qualifiziert jemanden schon, ein Kind Gottes zu sein. Und ein solcher ist dann nach der Bibel aus Gott geboren. Und nach der Bibel sündigt eine solche Person nicht mehr und kann auch nicht mehr sündigen. Das heißt, ein Kind Gottes kann nach der Bibel nicht mehr sündigen. Nun, ich habe vor einigen Monaten einen christlichen Verteiler aufgesetzt, also weil ich war ja damals evangelisch gewesen. Jetzt bin ich wieder Hindu. Ich bin zu meiner ursprünglichen, meiner Geburtsreligion zurückgekehrt, zum Hinduismus. Ich habe damals einen Verteiler aufgesetzt und habe verschiedene Kirchen und Christen angeschrieben. Viele Christen, viele Kirchen, Pfarrerinnen, Pfarrer, Gemeindevorstände von der evangelischen und der katholischen Kirche. Habe den Segens-E-Mails geschickt mit Bibelworten, Wort Gottes, und habe ihnen Musik von mir geschickt. Ich habe Anfragen gebracht, ob denn da Kirchengemeinden mich einstellen könnten als Organisten oder auch als Leiter zum Beispiel von einem Kirchenchor oder einem Flötenkreis, oder ob ich Kompositionsaufträge bekomme von der Kirche. Und das Einzige, was ich zurückbekommen habe, war von einigen wenigen Christen, die unwirsche und barsche Bitte, dass ich ihnen keine E-Mails mehr schicken sollte und ihren Gemeinden, und dass ich sie dann aus dem Verteiler rausnehmen sollte. In den meisten Fällen, oder in allen Fällen sogar, wenn ich mich recht erinnere, wurde ich noch nicht mal mit meinem Namen angesprochen, sondern also es waren so E-Mails, die mich da einfach ohne namentliches Adressat angesprochen haben. Also
Jesus hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wie du willst, dass andere dir tun, so tue auch ihnen, so ungefähr. Und liebe deine Feinde sogar, ja, und wenn du nur die liebst, die dich lieben, welchen Dank hast du dann von Gott und solche Sachen, ja. Also ich meine, das ist, müsste ja dann Sünde sein, wenn man dagegen verstößt, also ja, gegen das Gebot der Nächstenliebe, der Bruderliebe und so weiter. Ich bin ja auch getauft, ich bin ja in Christus, ich glaube auch, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Nur kann ich eben nicht die Wahrheit dieser Verse erkennen, also hier nochmal 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Ja, die sündigen ständig, also diese Christen, die ich da angeschrieben habe, also ständig, sündigen ständig gegen das Gebot der Bruderliebe und der Nächstenliebe, ja, und liebt einander, wie ich euch geliebt habe, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das tut keiner von den Christen, die ich da angeschrieben habe. Die müssten aber eigentlich alle in Gott sein und Gott in ihnen, die müssten Kinder Gottes sein. Die dürften gar nicht mehr sündigen können nach der Bibel. Und wie gesagt, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 1. Johannes 4, 15. Ja, also die müssten alle die liebsten Menschen sein, in Nächstenliebe leben und das Rechte tun und nicht mehr sündigen können. Aber mich als Bruder lehnen sie ab, als Bruder in Christus, ja, trotz meiner freundlichen E-Mails. Ich bekomme keine Antworten. Ja, oder wie gesagt, nur solche Aufforderungen, mich dann bitte aus dem E-Mail-Verteiler rauszunehmen und sowas, ja, obwohl ich ihnen Gottes Segen gewünscht habe und dass Jesus sie segnen soll und ein schönes neues Jahr, so, keine Antwort, nichts. Also, und da soll Jesus drin wohnen in diesen Menschen und die sollen eine neue Schöpfung im Geist Gottes sein oder eine neue Schöpfung mit dem Heiligen Geist und sowas in sich und sowas und in der Liebe Gottes und so, also ich kann das nicht erkennen. Das ist nach meiner persönlichen Erfahrung, also nicht nach dem, was ich glaube oder was ich für richtig halte oder so, sondern nach dem, was ich persönlich in meinem Leben erlebe mit Christen, einfach nicht die Wahrheit, was da in der Bibel steht. Ja? Und deswegen bin ich auch Hindu wieder. Ja? Also ich bin jetzt Hindu, ich bin wie gesagt zu meiner Ursprungsreligion zurückgekehrt und bin auch viel glücklicher damit. Ja? Und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, was in der Bibel steht hier, also was da steht, was ich gerade zitiert habe, das stimmt nicht nach meiner persönlichen Erfahrung, nach dem, was ich wirklich real erlebt habe. Ja, das stimmt so nicht. Das sind keine wahren Worte, das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen muss ich einfach sagen, das Christentum ist falsch. So, das ist das, was ich heute mal sagen wollte. Wie gesagt, ich bin Patrick Ananta Sutar Jokali Child. Lebt mit Mitgefühl und Liebe, so wie der Buddha das gelehrt hat. Esst kein Fleisch, esst keine Tiere, tut nichts Schlechtes gegen die fühlenden Wesen, sondern lebt mit Mitgefühl und Liebe für die fühlenden Wesen. Das ist der richtige Weg, das ist richtig. Tut das Gute, lebt gerecht, lebt rechtschaffen, lebt nicht in der Sünde und sowas und nicht in den Eitelkeiten von der vergänglichen Welt. Sondern liebt alle fühlenden Wesen und behandelt sie mit Liebe und mit Mitgefühl und mit Gerechtigkeit. Ja, das kann ich euch nur auf den Weg geben. Das habe ich als wahr und als richtig erkannt und das sind gute Worte. Ich ehre hier auch den Buddha, Gerze der Buddha und die Tathagatas. Und ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Tag. Tschüss.